Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Video Russian Fishing 4 mit dem Anna Waterfrank. Wir wollen heute mal ein bisschen jiggen mit dem Boot. Haben uns hier schon 5 Tage Bootslizenz geholt. Und ich zeige euch mal kurz meine Ausrüstung. Also ich angle jetzt mit der Model One Casting, der Steelhead. 21 Kilogramm Schnur, 22 Kilo Stahlvorfach. Dann den Berserk Hook Fisheye Jig Series Raute 4. Das ist ein 2-0er Haken. Und Monster Shad habe ich 2 mit, einmal den 001. Und einmal noch einen gelben. Und dann nehmen wir das Boot. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank an Ehre. Fahren da mal fix hin. Ich erzähle euch das gleich nochmal. Bisschen zu weit. Kurz mal zurück. Noch mal zurück hier. Bisschen. Ah, ich bin gerade ein bisschen verfahren hier. So, jetzt einfach nur. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Nochmal Südwesten. Eigentlich müssten wir nur ein Stück ranfahren. Genau. Richtung Süden. So, hier können wir ungefähr stehen bleiben. Ja, vielen Dank nochmal an den Ehre, der hat das im Forum gepostet. Wir sind jetzt quasi hier am 7-Meter-Loch und der Monster Shad geht hier ganz gut. Ich schneide euch nachher auf jeden Fall nochmal einen schönen Drill mit rein. Habe ich einen Wels gefangen, wo ich erst gehofft hatte, ist es vielleicht ein Stör, aber leider war es ein Wels. Und schmeißen wir jetzt einfach so ein bisschen so an den Rand ran. Eine Geschwindigkeit habe ich jetzt 25. Und dann mache ich immer eine Umdrehung. Das Boot erstmal drehen lassen. So eine Umdrehung. Dann absinken lassen, sodass dann halt die Jigstufe dasteht. Ja, und wenn, wie gesagt, ein richtig heftiger Biss ist, lichtet auf jeden Fall den Anker, also setzt euch hin, lichtet den Anker. Die Rute muss man dafür kurz vorher einmal ablegen. Wenn die Spannung halt schön konstant oben bleibt, könnt ihr das mal kurz machen. Den Anker lichten und dann werdet ihr quasi von den Püschstellen, wenn es richtig schwerer ist, hinterhergezogen. Beziehungsweise zieht euch dann quasi mit der Rute ran. Ja, und wie gesagt, hier geht es halt sehr gut. Zander, Steinschill, auch mal ab und zu ein Stör oder halt auch ein Wels. Und ja, Flussmuscheln gibt es ja auch noch, so kleinen Beifang, Barsche. Kann halt auch mal alles beißen hier. Man sieht jetzt auch gleich, wie groß der Monster Shad eigentlich ist. Der wiegt zwar nur 4 Gramm. Das Gute ist jetzt halt, da haben wir einen kleinen Barsch, sogar Köfi-Barsch. Ja, wir haben jetzt hier 42 Gramm wiegt der Jighead und 4 Gramm der Monster Shad und das passt dann auch mit der Wurf und dem Wurfgewicht. So. Ja, morgen bin ich übrigens am Montag ab 17 Uhr wieder live auf Twitch, wieder mit Russian Fishing. Mal gucken, wo wir diesmal angeln. Mal schauen. Wie gesagt, wenn der Spot jetzt hier weiterhin so gut läuft, vielleicht mal wieder ordentlich Fische ziehen. Vielleicht bleiben wir auch einfach mal hier. Oder wir gehen halt wieder so ein bisschen vielleicht auch mal Karpfen angeln. Mal schauen, wo es uns dahin verschlägt. Ja, und dann gucken wir jetzt einfach mal, was wir jetzt hier fangen. Wie gesagt, am Tag geht's, finde ich, am besten. So, bei Nacht war eher ruhig. Also da habe ich jetzt nicht so viele Bisse gehabt. War eher, ja, wenig los. Jetzt am Tag. Da haben wir schon den nächsten Biss. Ja, mittlerweile stehen echt viele Tipps im R4 Forum. Also wirklich ziemlich umfangreich, was die Leute jetzt schon alles gepostet haben.
Haben wir nochmal einen Kilobarsch. Habe ich gesagt, ich werfe hier immer den inneren Kreis, weil voll auswerfen braucht ihr hier, glaube ich, nicht, sonst kommt ihr da viel zu weit. Der Grundbewegung steht dann auch ab und zu mal da. Und dann wirklich immer nur eine Umdrehung. Wie gesagt, wenn ihr eine andere Rolle habt, müsst ihr die Geschwindigkeit anpassen. Meine Rolle hat jetzt eine Übersetzung von 5.1, glaube ich. Und wenn ihr jetzt natürlich weniger Übersetzung habt, müsst ihr natürlich ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen, damit ihr dann auch das Jig-Stufen die Meldung bekommt. Ja, wie gesagt, den Wälzdrill, den schneide ich zum Ende nochmal rein. Ich will jetzt auch nicht verraten, wie schwer der war. Und dann schauen wir mal, was wir hier sonst noch so fangen. Ja, beim Jiggen habe ich jetzt noch keine Punkte drin, aber das werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal nachholen. Da nochmal ein paar Punkte reinmachen. Ah, vorhin gerade noch einen 5-Kilo-Zander gefangen. Aber auch, glaube ich, noch nie wirklich so einen riesengroßen gehabt. Deswegen vielleicht fangen wir auch nochmal einen Trophy-Zander. Oder einen Trophy-Steinschill. Wäre auf jeden Fall möglich hier an dem Spot. Ich würde sonst sagen, ich hole nochmal einmal rein. Und dann gucken wir mal, dass wir nachher nochmal ein paar schöne Bisse haben. Einfach mal den Tag so ein bisschen abwarten. Ja, also der Spot ist eigentlich so 65-15. So wurde er im Forum geschrieben. Wie gesagt, man treibt ja immer noch so ein bisschen ab. Also von daher. Ja, dann würde ich sagen, schneide ich wieder mit rein und dann sagen bis gleich. Wir haben nochmal einen Biss. Ja, sorry, dass die Aufnahme jetzt nicht mitlief. Gucken wir mal, was wir jetzt haben. Vielleicht haben wir nochmal einen schönen Zander. Mal schauen. Also wie gesagt, Bissfrequenz ist relativ niedrig. Also kleine Barsche habe ich jetzt gefangen. Wie gesagt, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, hatte ich noch einen 5 Kilo Zander. Und das scheint schon wieder hier in Wels zu sein. Ja, es ist immer sehr schade hier mit den Welsen. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es auch was anderes. Lass uns mal überraschen. Also die schwersten Bisse waren bei mir auf jeden Fall zwei Welse. Auf jeden Fall, muss halt mal abwarten, welche Wetterbedingungen hier am besten geht. Einfach mal probieren. Kann auch sein, weil zwischendurch war auch mal wieder ein Server-Neustart. Der Ära hat das, glaube ich, jetzt am 5.1. im Forum geschrieben. Ne, kann auch gut sein, dass sich das jetzt alles so ein bisschen wieder verändert hat. Dass die Fische wieder ein bisschen migriert sind. Ja, und wie gesagt, auf dem Wels will man ja nicht unbedingt so gezielt gehen. Deswegen hoffen wir mal, dass das jetzt hier kein Wels ist. Hoffen wir mal, dass es das wirklich ein schwerer Zander ist. Also der 5 Kilo Zander, der ging jetzt mit der Ausrüstung auch nicht großartig in die Bremse. Und wir gucken jetzt mal, weil der ging jetzt in die Bremse. Mal sehen, was das jetzt ist. Geht
geht es auch so langsam wieder in die Abendstunden rein. Ich werde hier nachts noch mal ein bisschen probieren, aber mal schauen. Ich habe jetzt gerade den, glaube den 004er drauf, aber es sieht schon wieder sehr stark nach Wels aus. Und so ein Riese ist es auch nicht. Mal vielleicht so 10, 20 Kilo vielleicht. 10 bis 20. Ich werde mal gleich ein bisschen Tee trinken hier. Ja, Tee und Alkohol ist dafür immer ganz gut. Oder auch mal so ein Kalatsch mal abbeißen. Ja, Leute, solange die Weihnachtsstände noch da sind, kauft euch auf jeden Fall Tee und Kalatsch. Also kann ich euch nur empfehlen. Tee ist halt sehr, sehr billig und macht sehr schnell die Energie hoch. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt kein Wels ist. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Ja, Steinschill habe ich hier leider bisher noch keinen gefangen. Ich hoffe mal, dass vielleicht auch später mal ein Steinschill dabei ist. Auf jeden Fall wird das hier kein langer Drill. Der wird langsam an die Oberfläche kommen. Aber ich denke mal, dass die Stelle auf jeden Fall früher oder später, wenn die Fische wieder migrieren und die, sag ich mal, ja, umherwandern, wird die Stelle auf jeden Fall wieder funktionieren. Und ich denke mal, man kann auf jeden Fall mal später das nochmal ausprobieren. Vielleicht hat auch jeder ein bisschen anderes Glück, ne? Bei dem einen funktioniert das, bei dem anderen nicht. Und was ist es? Wieder ein Wels, ne? Wieder ein Wels. Oder nee, was ist das denn? Das ist kein Wels. Das ist kein Wels, oder? Was ist das denn? Das ist ein Zander. Lol. Oder ein Steinschill? Ist das ein Steinschill? WTF. Lol. Lol. Okay. ja. Alter Schwede, mein erster Trophy-Zander. Alter Schwede. Ich dachte, das wäre jetzt ein schwerer Wels, ey. Meine Güte. Ja, vielen Dank nochmal an den Ehre. Ja, man muss erst ein bisschen meckern, dann klappt das schon. Ja, vielen Dank nochmal auf jeden Fall, dass er den Tipp da reingepostet hat. Ja, und dann würde ich sagen, schneide ich ja zum Ende nochmal den Wälzdrill rein und probiert den Spot selber mal aus. Und alles klar, dann noch viel Spaß mit dem Wälzdrill. Bisher ist noch nichts zu sehen von ihm. Man sieht ab und zu mal eine kleine Wellenbewegung an der Oberfläche. Beim Meer dann leider auch nicht. Da der Fisch jetzt auch nicht so viel schwimmt, sondern wirklich eher auf der Fläche, auf dem Fleck bleibt, wird es wahrscheinlich wirklich ein Wels sein, ne? Weil der Stör bewegt sich dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber, na, mal gucken, mal gucken. Solange genießen wir noch das Rattern der Bremse. Und die schönen Naturgeräusche hier. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen nicht die Bremse knacken zu lassen, aber ein bisschen Energie aufzufüllen hier. Oh, macht er nochmal einen Mucks hier? Und wenn der Fisch jetzt wieder weiter plus abwärts schwimmt, ja, dann würde ich auf jeden Fall den Anker wieder lichten und dann lassen wir uns wieder hinterherziehen. Oh, da ist was zu sehen, glaube ich. Ah, ist ein Wels. Ist ein Wels, alles klar. Da sieht man schon seine Schwanzflosse. Auf jeden Fall keine gezackte. Auf jeden Fall ein Wels. Schade, schade. Hätte gedacht, vielleicht ein Stör, aber
kommt der Welt-Tages... Oder? Das ist ein Wälzer. So, die Flosse sieht schon so... Ja, ja. Der schlängelt sich auch schon so. Das ist kein Stör. Das ist kein Stör. Oh, jetzt kämpft... Oh, Alter. Jetzt kämpft er aber nochmal. Hätte auch mal an der Oberfläche bleiben können, ne? Na, mal gucken, wie schwer der ist. Also ich schätze mal, ja, vielleicht 30, 40 Kilo maximal. Aber, na, mal schauen. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, was es für ein Fisch ist. Das haben wir jetzt ja gesehen. Ja, ich würde sonst sagen, schneide ich sonst wieder mit ran, wenn wir ihn hier ein bisschen dichter bekommen. Ihr habt ja jetzt gesehen, weil ihr braucht jetzt ja nicht gucken, sag ich mal, wie er jetzt hier auf der Stelle verharrt. Wenn es ein Stör gewesen wäre, wäre es nochmal ein bisschen interessanter. Ansonsten schneide ich auf jeden Fall gleich wieder mit ran, sobald er hier nahe des Bootes kommt, in der Nähe des Bootes kommt und ich ihn dann raushol. Bis gleich. So, da kommt der Wels, aber sieht nicht so groß aus. Ja, mal schauen, wie schwer jetzt ist, wenn wir ihn jetzt irgendwie rausheben hier. Ich stehe jetzt auch gerade, aber wir sind jetzt bis fast kurz vor die Insel getrieben. Ich muss mal gucken, ob ich ihn jetzt schon cachern kann. Ich glaube nicht. Ich probiere mal einen Cacher rauszuholen hier. Na komm. Oh, 30 Kilo gerade mal. Ah! Naja, gut. Das war jetzt quasi mein Wälzdrill. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob wir an der Stelle noch ein paar andere Fische angeln. Und ja, dann erstmal vielen Dank und dann bis später. So, jetzt nochmal zum Ende nochmal verkaufen gehen. Wir gucken erstmal, was die Quests hier geben. Zum Beispiel Barsch können wir einmal verkaufen. Unseren Trophy-Barsch, den ihr auch gesehen habt. Der bringt jetzt 25 Silber. So, dann haben wir einmal die Quappe hier, die bringt nochmal 22 Silber. Die hatte ich jetzt auch zwischendurch mit dem Monster Shad gefangen. Und dann gucken wir, was jetzt hier der Zander bringt. Bin ich mal sehr gespannt, das ist ja mein erster Trophy-Zander. Der bringt, wo ist er? 160 Silber, oha, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier haben wir auch nochmal einen Zander, 2,6 Kilo, 13 Silber. Dann hatte ich ja noch den 5 Kilo Zander, 25 Silber. Ja, die Muschel halt noch, die Welse, die ich zwischendurch gefangen habe. Der, wo ist er? 30 Kilo Wels bringt 67 Silber, 20 Kilo Wels 46 Silber. Ja, dann würden wir mal alles zusammen verkaufen. Ich hatte hier noch von Kristallsee noch was übrig, weil ich da noch auf die Quest gewartet hatte. Aber da kam dann leider keine Quest mehr. So, hier können wir jetzt alles mit dem Haken verkaufen. Auf jeden Fall sehr gut Silber gemacht. Wie gesagt, der Trophy Hecht, der zählt jetzt hier nicht zu Sura dazu und die anderen Forellen auch nicht. Ja, haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gut Silber gemacht. Nochmal ein Screenshot machen. 500 Silber, das ist natürlich echt super. So, und jetzt haben wir hier noch die kleinen. Den können wir noch verkaufen. Aus diesen können wir hier Köderfisch machen. Die können wir auch verkaufen. Hier können wir noch Fischfetzen machen. Ja, dann will ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Ehre für den Spot und für den Köder. Auf jeden Fall sehr ergiebig. Ja, und ja, vielleicht auch mal demnächst da noch einen russischen Störfang. Mal schauen. Erstmal vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Euer Naboto Fang. Tschüss.